Moin moin miteinander und willkommen zurück zu Maniac Mansion. Ja, wir sind immer noch auf der Suche nach einem Schlüssel. Ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile schon alle Räume durch, aber er muss eigentlich irgendwie ganz offensichtlich sein. Also ich weiß, dass ich diesen Schlüssel, den wir jetzt suchen, immer so mit als erstes hatte. Man braucht ihn auch theoretisch mit als erstes, um solche Sachen hier machen zu können. So. Und deshalb war er recht leicht zu bekommen. Also ich... Bei Edna wird er nicht sein. So, deshalb nochmal alle Räume komplett durchgehen. So, Tentakel, Tentakel, Tentakel. Ach nein. So. Na gut. Schau an Plakat. Roberta in Concert. Hallo Roberta. Irgendwie ist das vielleicht ja, ein Geschenk von deinem Freund, dich mit ins Spiel eingebaut. Ich liebe ihre Lieder. Ganz besonders Killing Me Repeatedly. Okay, und was ist das hier? Ach, nimm gelber Schlüssel. So. Meine Güte. Bernhard. Da unten ist Bernhard. Ab zu Bernhard. Bernhard, ich hab was für dich. Ich hab doch nichts für dich. Ich hol die Sachen selbst ab. Du bist ein Feigling, nicht, dass du da plötzlich dann sagst, hier, ich kann das Auto nicht öffnen. So. Wenn ich mich nicht irre, sind wir jetzt auch schon verdammt weit im Spiel. Na also, nimm Werkzeugkasten. Sehr schön. Ist da noch was drin? Nee, ne? Geh zu Raketenmotor. Schau an, Raketenmotor. Wow. Öffne. Öffne Werkzeugkasten können wir vielleicht machen, oder? Öffne Werkzeugkasten? Ich glaube nicht, dass ich das öffnen kann. Nee, das kannst du bestimmt nicht. Das kann bestimmt nur Bernhard. Okay. So, jetzt haben wir auf jeden Fall den Werkzeugkasten. Bernhard! Ich habe Spielzeug für dich. Gib Werkzeugkasten an Bernhard. Bernhard, lauf los. Schwupps. So, Bernhard, du reparierst jetzt einmal das Telefon. Benutze Werkzeug mit Telefon. Kret, 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 kret. Jetzt sollte es klappen. So, dann probieren wir es mal aus. Benutze Telefon. 3, 4, 4, 4. Hallo Edna. Wer könnte das sein? Hallo? Hallo, wer ist da? Ist das ein obszöner Anruf? Hört sich nicht gerne an. Ich vermisse das Gestöhne. Hören Sie, ich zeige Ihnen, wie das geht.
Okay. Also das habe ich noch nie gemacht, dass ich sie angerufen habe. Ich zeig Ihnen mal, wie das geht. Oh, oh. So, okay, Bernhard. Bernhard, du hast jetzt eine Aufgabe. Du musst jetzt die Kabel reparieren. So, endlich geht's mal weiter hier. Das lag alles nur im gelben Schlüssel. Und dabei liegt er, also er hängt da mitten an der Wand beim Tentakel. Offensichtlich quasi. Deshalb hat man ihn auch so früh. So, die Kabel waren... Wo waren die Kabel? Da oder da? Ich glaube da. Burp. Ja. Da sind die Kabel. Benutze Werkzeug mit Drähte. Autsch. Schau an, Kabel. Ein paar kaputte Drähte. Okay. Dann... Ja. Hauptschalter, alles klar. Wendy, du bringst dich mal hier in Sicherheit. Also ich wette, Bernhard und Wendy würden den Hauptschalter auch gar nicht umlegen. Aber Dave... So, Hauptschalter umlegen, Kabel reparieren, so? Ja? Nein? Ja? Benutze Hauptschalter. Bam. Benutze. Zack. Mit, Drähte. Es ist ziemlich... Nein! Es ist dunkel! Benutze Taschenlampe. Benutze Werkzeug mit Drähte. Was dann... Ah! Nicht schon wieder! Wie soll ich denn die Welt übernehmen, wenn das Budget so klein ist? Immer diese billige Ausrüstung! Junge, wird der Meteor sauer sein! Tentakel, stillgestanden! Flup, 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 flup. Jawohl, Sir, ja, und so. Schnell, überprüfe den Reaktor. Jawohl, Sir. So, benutze Hauptschalter und geh mal ins Gefängnis, da kommst du ja sowieso rein. So, Bernhard. Hm, hier ist niemand. Bernhard, benutze Batterien mit Taschenlampe. Benutze alte Batterien, ja. Boah, wird's jetzt klappen? Ich hoffe mal. So, benutze Hauptschalter. Bernhard, benutze Taschenlampe. Benutze Werkzeug mit Drähte. So, schon fertig. Benutze Hauptschalter. Tatsache, fertig. So, benutze Taschenlampe. Zack. Du bist ein Ferkel. So, jetzt habe ich den Strom wieder heil gemacht. So. Gehen wir mal raus. Lichtschalter. Joa, wieso nicht? Komm. Wir lassen überall das Licht an. Das, ist das Mindeste, wenn man einen Atomreaktor im Keller hat. Dass man überall das Licht anlässt. So, jetzt... Wollen wir hier rein. Die Automaten. Benutze... Füllkill. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Ah, Moment. Also wir müssen sowieso nur Meteor-Mess spielen, also da, wo auch der Professor ran wollte. Aber das macht natürlich nur dann einen Sinn, wenn wir auch Geld reinwerfen. Nutze Viertel Dollar mit
Münzschacht. So. Highscore 3301. Also, den Highscore, der war jetzt nur ein paar Sekunden zu sehen. Und ich bin der Meinung, den obersten, den muss man sich merken. Das war 3301. Wem das zu kurz war, der das also nicht gesehen hat, für den gibt's natürlich eine Möglichkeit mit dem kleinen Schlüssel, den Münzschacht aufmachen und einfach die Münze wieder rausnehmen. Zack, kann man es nochmal versuchen. Machen wir jetzt einfach mal, damit ihr es seht, benutze Münze mit Münzschacht. Block. 3301, der oberste Score. Ne? Aufschreiben. Die Münze nehmen wir mal mit. Ne? Und dann haben wir... Ich glaube, wir haben alles, um das Spiel jetzt zu beenden. Wir haben, glaube ich, alles, um das Spiel zu beenden. Bernhard. Bernhard. Du gehst mal hier hin. Gesucht wegen zahlloser grausamer Taten. Ein mörderischer, schleimiger, lila Meteor. Wenn Sie ihn sehen, rufen Sie an. 1138. Okay, Bernhard lassen wir hier. So, jetzt kommt sie. Benutze Manuskript mit Umschlag. Flop. Benutze Briefmarken mit Umschlag. Sie kleben. So, Schauumschlag. Ein unbeschriebener Briefumschlag. Okay. Beschriften bitte. Jetzt tun wir den Umschlag zusammen mit dem Manuskript und der Briefmarke. Na, wo tun wir das rein? Könnt ihr es euch denken? Wir tun's in die Schreibmaschine, genau. So macht man das, liebe Kinder. Die alten Schreibmaschinen, da tat man das so rein. Ich weiß nicht, was ich tippen soll. Genau. Sie weiß nicht, was sie tippen soll. Ich bin der Meinung, im Fernseher lief immer eine Werbung. Damit man weiß, wohin das soll. Fernseher lief eine Werbung, damit man weiß, wohin das soll. So, schau an, Fernseher. Benutze Fernseher. Ach, schaut mal. Hallo, all die Autoren, Musiker und Spieleprogrammierer. Adresse 222. Ich bin Mark E. Ting und meine Firma veröffentlicht einfach alles. Schickt es einfach an die Adresse unten. Briefmarke nicht vergessen. So, jetzt macht die Werbung auch einen Sinn. Jetzt macht die Werbung tatsächlich einen Sinn. So, benutze Umschlag mit dem Manuskript und der Briefmarke in die Schreibmaschine. Ich tippe die Adresse vom Herausgeber. So, und fertig. So, jetzt muss das abgeschickt werden. Also wir könnten das Spiel jetzt bereits beenden. Also ich muss das, was ich jetzt mache, gar nicht mehr tun.
Aber, wie gesagt, ich möchte das mit Wendy machen, denn das ist schon mal ihr Lösungsweg. Benutze Umschlag. Zack. Und benutze Zeiger. Und schließe Briefkasten. Plopp. Und versteck dich da. Das ist schon mal ihr Lösungsweg. Bernhard, für Bernhard das könnte das hier der Lösungsweg sein. Denn er ist ja der, der das in diesem Radio machen kann. Und hier hat er bereits das, was er tun muss. Ne? Also mit Besuch wegen Zahl, rufen Sie an, 1138. Das ist wohl sein Lösungsweg. Und Dave, der gute, furchtlose Dave. Ah, ein Manuskript. Mal sehen. Wow. Das ist ja ein heißes Buch. Davon verkaufen wir Millionen, wenn nicht sogar Milliarden. Ich werde Mr. Meteor ein Angebot über mehrere Millionen Dollar machen. Alles klar. Ein Angebot über mehrere Millionen Dollar. So. So ein Mist. Hätte sich mal gefangen nehmen lassen sollen. Weg mit dir. Du. Du musst den Brief abfangen. Öffne Briefkasten. Nimm. Vertrag. Hahaha. So, jetzt dürfen wir uns nicht erwischen lassen. Irgendwann wird nämlich jetzt wieder Wired Ad hier längs laufen. Also warten wir ein kleines bisschen. Wie gesagt, es gibt mehrere Lösungswege. Auch mit einer und der gleichen Party gibt es mehrere Lösungswege immer. Und entsprechend auch mehrere Abspänne. Abspänne, Abspannen. Ihr wisst, was ich meine. Ja, Wendy und Bernhard, keine Ahnung, was passiert. Ich weiß, was passiert, wenn man mit Dave das Ganze beendet. Aber ich möchte, dass die beiden auch zum Zuge kommen. Muss ich mal gucken, wie das dann funktionieren wird. So, so, geh mal hier. Zur Tür. So, Wendy. Also das ist jetzt ein Vertrag für Mr. Meteor. Das ist ein Buchvertrag. Und der ist mehrere Millionen wert. Okay. Mr. Meteor kriegt einen Vertrag. Gib Vertrag an Dave. Drücke. So. So, Wendy. Wendy, geh mal in die Küche. Bernhard, du bleibst hier. Dave, du gehst ins Gefängnis. So, öffne Tür. Wie war jetzt der Code? 3301, richtig? Wusch. Okay. So weit, so gut. Was machen wir jetzt? Also ich weiß jetzt genau, was ich zu tun habe, wenn ich mit Dave gewinnen will, aber was muss ich tun, um jetzt mit Bernhard oder Wendy zu gewinnen? Ich speichere einfach mal ab. Und dann machen wir mal weiter. So. Wir sind wieder zurück. Abgespeichert haben wir.
dann würde ich mal sagen. Wir gehen erstmal einfach so rein, oder? Ja, wir gehen mal rein. Oh, 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 flup, 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 flup. Was machst du denn hier? Hab ich dich beim Spionieren erwischt? Dr. Fred bezahlt mich gut für so etwas. Ich kann dich bestimmt bestechen. Hier, Tentakelfutter, gib Tentakelfutter an Tentakel. Nein, danke. Gib Braten an. In das Verlies, Eindringling. Hoffentlich verfaulst du hier. Ja. Wie kam man an dem nochmal vorbei? Warte mal, ich kann ihm den Vertrag zeigen. Dass ich ja ein Guter bin. Dass ich ja was Tolles machen will. Oder? Das würde Sinn machen. Also ich weiß, wie ich auch sonst an dem Tentakel vorbeikomme. Also auf andere Weise, aber... Nee, ich weiß es doch nicht. Im Moment habe ich nur den Vertrag. Ja, okay. Benutze. So, öffne. Öffne. 3301. Ich weiß nämlich, aber das war ein anderes Spiel und das ist so viele Jahre her. Ich bin an ihm vorbeigekommen, glaube ich, mit der Hilfe von Wired Ed oben. Der hat irgendwas mit dem Tentakel gemacht, aber seine Hilfe habe ich jetzt ja nicht, weil ich ja seine Kommandopläne nicht komplett habe. Dazu bräuchte ich ja Michael. Okay, also wir gehen rein und zeigen ihm den Vertrag, von dem, den Wendy hier zurecht gebastelt hat. Also... Was mir übrigens einfällt, das hätten wir ja auch verkacken können mit dem Vertrag. Ja, wenn ich mir so überlege, hätten wir was falsch gemacht, hätten wir den Vertrag nicht bekommen, aber dann hätten wir immer noch, dann hätten wir immer noch Bernhard. Okay, also, wir gehen rein. Flup, 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 flup. Was machst du denn hier? Und so weiter. Gib Vertrag an Tentakel. Ein Vertrag für den Meteor? Das wird ihn sicher freuen. Entschuldigt die Störung. Geht weiter, geht schon. Okay. Das heißt, ich könnte jetzt rein. Schau. Karte des Hauses. Eine Karte vom Haus. Ah, und schaut mal hier, die Räume. Und hier ist so ein lila Punkt. Okay, So, jetzt gibt's mehrere Möglichkeiten für uns. Ja, ich bin gerade ein wenig am Überlegen. Soll ich reingehen? Ich gehe erstmal zu Bernhard. Wechseln zu Bernhard nicht möglich? Hallo? Ich möchte zu Bernhard wechseln. Warum kann ich nicht zu Bernhard wechseln? Kann ich das hier nicht? Ist das so verboten? Tatsache. Okay, dann werde ich mit Bernhard jetzt hier, einen Anruf tätigen und dann reingehen. So machen wir das.
So machen wir das. So, was war das? 1138, ne? Benutze Funkgerät. 1138. Hier ist die Meteor-Polizei. Sie haben den lila Meteor gesehen. Ich bin in 5 Minuten da. Und schließen Sie die Labortür auf. Und noch eins. Bleiben Sie unter Lichtgeschwindigkeit. Okay, jetzt haben wir 5 Minuten, um diese Tür aufzumachen, aber die ist ja schon auf. So, gehe zur Tür. Öffne Tür. Hallo, Sandy! Purple Tentakel, Eindringlinge! Purple Tentakel! Also, du hast es tatsächlich soweit geschafft. Jetzt bleibt mir keine andere Wahl. Ich starte die Selbstzerstörung. Nur ich kenne den Code zum Abschalten. Geschafft. In 2 Minuten fliegt alles in die Luft. Oha, und in 5 Minuten kommt erst der Cop. Okay, uns bleiben 2 Minuten, um die Welt zu retten. Zombie Mart. Öffne das Ding hier, das kenne ich noch. Nimm Schutzanzug. Benutze lila Karte hier mit Kartenschlitz. Rein da. Achso, jetzt können wir hier, geh zu Schalter. Gib. Vertrag an Meteor. Wow, ein lukrativer Buchvertrag. Ich werde berühmt. Ich muss nicht mehr böse sein. Dr. Fred, lass die Frauen wieder frei. Dr. Fred, wir werden reich, reich, reich! Und hier sind wir wieder. Wir sprechen heute mit dem Stein aus dem All, der ein Leben als Verbrecher gegen eine Karriere als Autor tauschte. So, Mr. Meteor, wie fühlt man sich, wenn man berühmt statt berüchtigt ist? Nun, Wink, ich fühle mich großartig. Aber allein hätte ich es nicht geschafft. Mich kümmert dein neuer Lebensstil nicht. Du wirst trotzdem verhaftet. Blup. Nein, wie geil. Das war ein Ende, das habe ich so noch nie erlebt. Herzlichen Glückwunsch, drücke F8 für ein neues Spiel. Also das habe ich noch nie erlebt. Das Ende habe ich wirklich noch nie erlebt. Das ist ja geil. Vor allem, ich dachte, der Cop ist zu spät und jetzt würden wir das Ende von Wendy sehen. So mit Meteor ist jetzt ein Star und Spiel ist geschafft. Ich vermute mal, hätten wir ihm den Vertrag nicht gegeben und hätten wir den Alarm nicht ausgelöst, dann hätten wir das Ende von Bernhard gesehen. Jetzt haben wir so... Wobei, naja... Okay, dann wäre der Meteor möglicherweise im Labor verhaftet worden und nicht in dieser Talkshow. Finde ich interessant. Ein anderes Ende hätten wir auch noch erspielen können. Vielleicht kriegen wir das noch hin? Wir versuchen es mal. So, wir versuchen es mal. Ja, wir müssen rein. Flop, 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 flop. Was machst du hier? Und so weiter und so fort.
Gib Vertrag an Tentakel. So, jetzt ist die Frage, können wir das mit Dave machen oder brauchen wir dazu Bernhard? Dave, geh nochmal zurück. Bernhard. Es hat einen Grund, weshalb ich jetzt Bernhard nehme, weil ich nicht weiß, ob... Also, okay, es kann auch sein, dass Bernhard das nicht kann und nur Dave das kann. Das weiß ich jetzt nicht, aber ich vermute mal, Bernhard wird die höhere Wahrscheinlichkeit haben. Also, wir brauchen... So, gib den... So, mehr wirst du wahrscheinlich nicht brauchen. Doch, die Karte wirst du brauchen. Wirst du den Vertrag brauchen? Vielleicht. Ich weiß es nicht. So, du hast den gelben Schlüssel. Du hast die Karte. Geh einfach mal rein. So. Tentakel, Eindringlinge und so weiter. Tentakel. So, 2 Minuten. Countdown läuft. Ich weiß nicht, ob es möglicherweise nicht sogar einen gibt, der den Countdown aufschalten kann. Einer von den Leuten. Oh, was ist passiert? Ich fühle mich so anders. Ich werde nicht mehr kontrolliert. Aber halt! Die Selbstzerstörung wurde gestartet. Ich versuche, sie abzuschalten. Ich kann sie nicht abschalten! Der Meteor hat die Kontrolle über das gesamte System übernommen. Hey, du da! Du musst mir helfen! Wir müssen diesen Meteor ein für alle Mal loswerden! So. Nimm Meteor. Flop. Öffne Tür. So, benutze Meteor mit Kofferraum. Schließe Kofferraum. Schließe Kofferraum. So, benutze gelben Schlüssel mit. Yay! Husch! Ist das nicht geil? Hui! Entschuldigung, dass mein verrückter Plan euch so viel Ärger bereitet hat. Wie kann ich euch für eure Hilfe danken? Bargeld wäre nicht schlecht. Hey, nicht so frech, Kleiner. Herzlichen Glückwunsch, drücke F8 für ein neues Spiel. Ja, das war's jetzt aber tatsächlich ein für alle Mal. Jetzt haben wir 2 Enden erspielt. Ein so ein gemischtes Ende mit, also so ein Bernhard-Wendy-Ende.
und ein eigentlich Dave-Ende ist das, glaube ich. Also wenn man das, glaube ich, mit Dave macht, dann schießt man den Meteor mit dem Auto ins All zurück und alles ist wieder in Ordnung. Ja, ich hoffe, euch hat das gefallen. Also mir gefällt das Spiel immer noch. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass ich ein oder zwei andere Charaktere nochmal so für mich teste. Einfach mal, um zu gucken, wie deren Rätsel sich dann auswirkt auf das Spiel. Also nach, ich weiß nicht wie vielen Jahren, habe ich das Spiel endlich mal wieder gespielt. Es hat Spaß gemacht, immer noch, trotz der Grafik. Spielt es ruhig nach, nehmt euch andere Charaktere, testet das mal aus. Also ich finde, es lohnt sich. Wie gesagt, für mich die Mutter aller Adventures. Jetzt überlege ich nur, eigentlich bin ich gerade so in Adventure-Laune. Vielleicht wird das nächste auch wieder ein Adventure. Mal gucken. Okay, ich sag mal tschüss und bis bald.